Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Setups finden mit dem Smart Trend Indikator. Ich freue mich sehr, dass wir heute wieder den Markt für uns gewinnen können und konnten und er auch die Zeit gefunden hat, hier mit uns die Veranstaltung zu machen. Ich freue mich sehr, dass Sie live dabei sind und sich für das Thema interessieren. Und ja, mal schauen, was gleich mit den Märkten passiert. Und mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FXWeb. Wie immer schauen wir uns zunächst den Risikohinweis an, denn auch dieses Webinar dient nur zu Schulungs- und Informationszwecken, unabhängig vom Inhalt, also ob der Markt heute einen Trade macht oder nicht, müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen. Das ist ganz wichtig und dürfen diese Veranstaltung bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Sie haben rechts, für alle, die neu dabei sind, die Möglichkeit, entsprechende Fragen in den Chat zu stellen. Da freut sich der Markt, wenn Sie hier aktiv mitmachen. Und ja, alles Weitere ergibt sich und deswegen starten wir jetzt auch. Ich übergebe sehr gerne den Bildschirm, wenn irgendwas ist. Ich bin im Hintergrund, wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Ja, Nelson, danke dir. Auch herzlich willkommen von meiner Seite. Ich möchte mich noch kurz vorstellen, aber erst den Bildschirm übertragen. So, jetzt sollte man alles sehen können. Ich bin nicht von FXFlat, von daher danke, Nelson, immer wieder für die Einladung. Marc Pötter, mein Name, seit 13 Jahren Trader und Investor auf der einen Seite, Daytrading, das, was wir auch hauptsächlich in Smart Markets, meiner eigenen Firma, machen mit einem kleinen Team, auf der anderen Seite über 90%. Meine Altersvorsorge liegt langfristig in Aktien, deswegen sind das so die beiden Schwerpunkte, die ich habe. Und bin Diplomkaufmann, Analyst sowohl in Europa als auch weltweit und man kann mich aus diversen Veranstaltungen auch kennen. Ich will nur ganz kurz vorweg sagen, ich nutze einen Indikator, der ist nicht von FXFlat. Also wenn den jemand haben möchte, kann der kostenfrei eingesetzt werden. Ja, über diesen Link, den kann ich auch gerne nochmal posten gleich. Wollen uns aber jetzt erstmal in die Plattform reingehen und direkt mal anschauen, was der Markt so gemacht hat, weil das war gerade interessant. Wir haben sehen können, dass wir gestern FED-Entscheidung haben und die hat auch die Märkte so ein bisschen runtergebracht. Wir sehen es hier. Das war jetzt ein DAX gestern Abend, ja, immer deutlicher. Natürlich sehen wir das dann, wenn wir zum Beispiel in einen Nasdaq reingehen. Da sind wir eh sowieso seit Anfang der Woche im fallenden Markt und zum Beispiel Dow Jones, da sieht man es sehr, sehr deutlich. Ja, da war es relativ ruhig vorher und dann kann man sehr schön sehen, die Daten kommen raus und es geht oben und es rauscht dann erstmal. Ja, wie viele Punkte waren das hier? Gucken wir mal, das waren 440 Punkte, also auch für den Dow Jones schon eine ganze Ecke. Ja, und jetzt müssen wir mal gucken, ob wir hier tiefes Tief hinbekommen, was dann das Zeichen wäre auch, dass der Markt halt noch weiter fallen kann. Wichtig für uns halt immer, und das ist das, was ich auch selber mache, ich möchte immer im Vorfeld eine gewisse Trendanalyse machen. Das heißt also unabhängig, dass ich einen Indikator nutze, wo ich der Meinung bin, dass er gut ist, den ich auch selber sehr, sehr viel nutze. Aber kein Indikator ist nach meiner Meinung nach so gut, dass wir quasi nur mit einem Indikator arbeiten können, sondern ne, es ist immer so, dass tatsächlich noch der Trader ist noch die beste Intelligenz beim Daytrading, die vor dem Rechner sitzt. Ja, also deswegen seht ihr auch noch relativ wenig von KI im Bereich Trading. Ja, und das will ich euch auch einfach nochmal zeigen, warum das so ist. Ich denke, so mal jeder weiß mittlerweile so ein bisschen, was KI ist. Ja, und das ist ja das Stichwort ist Big Data. Also das heißt große Datenmengen, die KI braucht, dass sie halt lernen kann. Ja, wenn wir uns das jetzt mal hier anschauen, nehmen wir mal hier vielleicht einen H4-Chart. Vielleicht mal ein DAX, da sieht man es noch ein bisschen besser. Mal hier in H4. Ja, und dann kann man das jetzt hier sehr schön sehen, dass wir hier einen perfekten Trendmarkt hatten. Ja, das natürlich auch dann die Märkte, deswegen heißt der Indikator auch so, Smart Trend Indikator, ja, wo der wirklich richtig gut ist. Na, das haben wir so quasi seit Oktober, beziehungsweise vorher bald auch schon gehabt. Dann gehen wir perfekt hoch. Und wenn wir das dann sehen hier, im Prinzip so ab so Mitte Dezember, sind wir in einer Seitwärtsphase. Ja, wir haben zwar ab und zu mal ein tieferes Tief, ja, hier auch, oder ab und zu mal auch mal ein höheres Hoch, aber wir haben ganz, ganz viel Seitwärtsmärkte. Das heißt, also, die Märkte, die ändern sich dramatisch immer und immer wieder. Ja, und das ist halt das Problem, was halt aktuell auch noch eine KI hat, dass man also nicht sagen kann, hier hast du Daten von den letzten 10 Jahren, lerne daraus, sondern tatsächlich jede einzelne Marktphase, jedes einzelne Jahr ist halt immer wieder ganz anders. Wir haben mal ein Handelssystem entwickelt für eine Schweizer Vermögensverwaltung.
für einen institutionellen Kunden. Das hat von 2014 bis 2015, das war ein Ausbruchssystem. Also das war fast eine Gelddruckmaschine. Das hat in den beiden Jahren für die richtig gut performt. Und Ende 2015, also wie als hätte man den Stecker rausgezogen, hat es halt gar nicht mehr funktioniert. Ja, da mussten die dann auch, ich meine, sowas im Prinzip sieht man auch dann, funktioniert das gut, relativ schnell. Dann nach einem Monat haben die dann gesagt, okay, wir schalten das jetzt ab. Ja, haben natürlich bis dahin auch schön verdient gehabt, das war von daher gut. Aber tatsächlich haben die Märkte sich von jetzt auf gleich komplett geändert. Danach, die ein, zwei Jahre, da gab es tatsächlich in den Indizes einen Fehlausbruch nach dem anderen. Also immer wieder so ein höheres Hoch, kompletter Abverkauf, höheres Hoch, kompletter Abverkauf. Ja, das heißt, also das ist von daher für uns auch immer ganz wichtig, dass wir uns da immer wieder anpassen. Ja, und deswegen gibt es auch da nicht den, wie gesagt, diesen einen Indikator, den ich halt nutzen kann und einfach halt jeden Tag Geld verdienen. Ne, deswegen ist auch so, dass ich sage, auch im Bereich Daytrading müssen wir langfristig denken, weil es immer wieder Marktphasen gibt, wo man mehr verdient. Ja, das ist jetzt in meinem Fall typischerweise auch solche Trendmärkte, also auch dann im kurzfristigen Bereich. Ja, wo ich dann im Prinzip deutlich mehr verdienen kann und auch in solchen Phasen, also zum Beispiel Januar, war für mich negativ. Einfach, weil wir da sehr, sehr träge Märkte hatten und die dann, das kann ich vielleicht mal zeigen, hier im 5-Minuten-Bereich, wenn wir dann nochmal hier hingehen, ja, da haben wir teilweise hier, also gerade so zur Haupthandelszeit, haben wir sehr, sehr träge Märkte gehabt. Da gibt es einmal so einen kurzen Rutsch, ne, und das im Prinzip war es dann teilweise auch, dass wir das dann in der Nacht viel hatten. Das kann ich auch nochmal eben zeigen. So. Ja, hier im Prinzip sieht man es, das ist ein sehr, sehr träger Markt. Also das sind dann so ein, zwei Kerzen, die dann quasi den Markt beherrschen und das war's dann. Gerade auch wenn wir jetzt noch ein bisschen zurückgehen. Ne, hier sieht man das. Ja, das ist alles ein sehr, sehr starkes Wirrwarr. Da hat man, ich sage mal, wenig aussagekräftig. Also jetzt für meinen Handelsstil, das kann von je nach Trading-Art immer halt etwas anders sein. Ne, aber auch da werdet ihr merken, wenn ihr zum Beispiel auf den Seitwärtsmarkt geht, ne, dass halt dann natürlich Trendmärkte dann in dem Moment für einen schlecht sind. Also von daher muss man sich immer so ein bisschen wieder anpassen und halt gucken, dass man, ne, wie ist der aktuelle Markt und gerade auch in welcher Trendrichtung ist man unterwegs. So, fangen wir mal direkt, also ich muss einmal hier die Fragen aufmachen, die sehe ich noch nicht. Ist aber aktuell noch nichts. Ja, danke dir, perfekt. So, aber jetzt habe ich sie auch im Blick. Jetzt gehen wir noch mal hier rüber. Das, was ich als allererstes immer gerne mache, dass ich halt in die übergeordnete Zeitebene gehe und halt da schaue, sind wir im Aufwärtstrend, sind wir im Abwärtstrend oder dergleichen. Und wie gesagt, hier konnten wir im Prinzip sehr schön sehen, dass wir in einem klaren Aufwärtstrend sind. Das Ganze ein bisschen dicker, dass man das was besser sehen kann. So, ziehen wir das mal so rein. Ja, also ich denke, also hier kann man relativ einfach mit Trendlinie anlegen und sieht, dass wir da im Aufwärtstrend waren. Seit Mitte Dezember eher in einem Seitwärtstrend. Ja, das wäre also, dass wir uns hier auch sehen, dass wir jetzt hier an dem alten Hoch wieder abgeprallt sind. Dann nehmen wir dafür am besten mal, die machen auch am besten mal hier tatsächlich eine waagerechte Linie, dass wir es exakt haben. Machen die uns auch ein bisschen dicker. So müsste man das ein bisschen besser sehen. Also von daher, also tatsächlich das, was man eigentlich sozusagen in der ersten Stunde Charttechnik lernt, diese waagerechten Linien auf die Hochs, auf die Tiefs halt drauf zu malen, das ist immer noch etwas, was tatsächlich richtig gut funktioniert. Wir sehen also, dass wir genau jetzt hier oben abgeprallt sind mit einem höheren Hoch von dem alten Hoch vom 14.12. circa. Natürlich für uns jetzt interessant, von der Trendtheorie her, ist natürlich das für uns das Zeichen, dass wir tendenziell auch weiter long gehen sollten. Ja, aber halt nicht in der Dynamik, die wir hier vorher hatten, sondern ne, es kann halt hier ein bisschen länger dauern, bis wir halt jetzt wieder auf ein höheres Hoch gehen. Ja, also das ist von da wichtig zu sehen. Und wir sehen, dass wir halt sonst hier in dem Bereich halt eher, ne, uns halt eher hier so seitwärts um so einen gewissen Mittelwert, ging mal rauf, ging mal runter. Ne, das ist für uns immer schwierig, wenn wir hier sehen, dass wir auf der einen Seite ja, tiefere Tiefs haben, auf der anderen Seite aber auch dann wieder höhere Hochs, dann doch wieder ein tieferes Tief. Ne, dann kommt wieder eine kleine Sequenz von so höheren Hoch. Das heißt, hier sehen wir, dass sich der Trend
regelmäßig abgewechselt hat. Ne? Super schwer, da im Prinzip tatsächlich zu erahnen, geht es jetzt weiter rauf, geht es halt weiter runter. Und deswegen sagte ich also auch für mich der Januar nicht so einfach, wie das zum Beispiel halt im Oktober und November war. Ja, aber wie gesagt, das ist ganz normal. Deswegen ist es halt so wichtig, deswegen hat man das ja auch in Trading-Büchern und in Webinaren, dass man sich an seine Strategie halten sollte, dass man einen langen Atem haben muss, also konsequent bleiben sollte. Das ist eigentlich immer halt so der Hintergedanke dabei. So, dann nehmen wir das Ganze mal raus. Wollen wir mal ein bisschen weiter reinzoomen, dass wir jetzt ein bisschen näher kommen. Ja, also ganz, ganz langfristig sind wir dann natürlich noch long. Das sieht man also auch im Tageschart logischerweise. Wenn wir da nochmal rübergehen hier, und da sehen wir natürlich, dass wir im Tageschart auch halt entsprechend long unterwegs sind. Gerade wenn wir hier so ein bisschen reinzoomen. Ja, das war dieser kleine Rücksetzer bis Oktober und jetzt sind wir eigentlich auch wieder, dass wir sogar Richtung Allzeithoch weiter unterwegs sind. Das, was wir eben im Kleinen gesehen haben. So, dann gehen wir jetzt mal auf die 5 Minuten. Ja, wie gesagt, jetzt halt gar nicht mal so einfach, weil wir eigentlich vom kurzfristigen Trend her sind wir ja seit Montag negativ. Also das heißt, da sind wir short. Ja, wir sehen das und das ist halt etwas, worauf ihr immer so ein bisschen achten könnt. Wir haben es häufig, dass es gerade so zu Wochenanfang, dass sich halt so ein Trend dreht. Ja, das haben wir auch gesehen. Wir hatten letzte Woche einen Aufwärtstrend gehabt und dann haben wir im Prinzip montags schon so den ersten Rücksetzer. Hier kamen auch nochmal Daten raus, dass wir ein höheres Hoch hatten. Aber ab Dienstag im Prinzip fallen wir halt langsam. Ja, und dann halt gestern Abend etwas mehr. Ja, trotzdem halt übergeordnet long. Also, ja, und auch noch hier von heute Morgen long. Das heißt, ich würde jetzt tendenziell probieren, auch hier einen Long-Einstieg da irgendwie reinzukommen. Ja, zeige ich auch nochmal, aus welchem Grund. Ja, weil wir jetzt ja auch unsere gleitenden Durchschnitte haben, die jetzt auch eine sehr schöne Steigung haben, entsprechend auseinandergehen. Ja, und jetzt können wir gleich mal abwarten, ob wir auch da noch eine grüne Kerze bekommen, dass wir dann mit dem Stopp hier unter diesem Tief dann in Long-Richtung einsteigen können. Ja, das wäre jetzt so das Setup, auf was ich erstmal spekulieren möchte. Wir haben jetzt 3 Minuten noch bis zur Markteröffnung. Ja, müssen bei der Markteröffnung ein bisschen aufpassen, weil Markteröffnung heißt, dass die ganzen Ordern von der Nacht abgearbeitet werden. Also das ist das, was wir quasi typischerweise haben. Es werden Ordern halt im Prinzip reingegeben. Sagen wir mal, hier sind entsprechende Kauforder, ja, hier oben hier sind entsprechende Verkaufsordern. Und dann kommt die Markteröffnung hier. Und dann werden sozusagen die ganzen Ordern entsprechend abgearbeitet. Und das ist der Grund, weswegen wir das morgens um 9 Uhr haben, dass wir so in so einen Markt kommen und es dann erstmal so auseinander geht. Und das haben wir typischerweise bei den Amerikanern ist das halt quasi nicht 9 Uhr, sondern die starten um 9:30 Uhr, deswegen quasi plus die 6 Stunden, 15:30 Uhr. Ja, und bei denen ist es auch typischerweise so, dass der Markt langsamer ist und dann halt um 15:30 Uhr durch diese Markteröffnung dann halt so ein bisschen auseinander geht. Na, da wollen wir ein bisschen darauf achten. Ich will jetzt auch nochmal auf den Dow Jones, weil der eine deutlich höhere Vola hat. Wir sehen auch hier im Dow Jones 4 Stunden Chart, schöner Aufwärtstrend. Jetzt nochmal auf quasi das, was wir so in der ersten Stunde gelernt haben, Charttechnik. Da haben wir auch hier von dem alten Hoch eine sehr schöne Linie, die jetzt als Unterstützung dienen sollte. Wir wechseln in 5 Minuten rein. Ja, sehen natürlich auch, dass wir halt seit gestern einen starken Abverkauf hatten. Würde mich nicht wundern, wenn wir hier nochmal drunter tauchen würden. Ja, das ist halt gerade das, was auch typisch ist. Ja, also beim Trendwechsel ist halt ganz, ganz typisch, dass wenn wir davon ausgehen, auch dass wir long gehen, dass trotzdem, wenn dann so hochkommt, dass wir quasi unter dieses alte Tief nochmal so einen Taucher machen und dass es dann entsprechend raufgeht. Also das hat man häufiger mal und das wäre jetzt auch die Spekulation, die ich jetzt hier entsprechend hätte. So, dann machen wir uns da auch mal direkt eine kleine Linie rein. Mal ein bisschen kleiner, dass wir da das nicht ganz so stört, wenn wir es auch gleich einsteigen wollen.
So, ich bin jetzt im 3-Minuten-Chart. Jetzt kommt die Markteröffnung, müsste da sein, genau. Läuft gerade halt jetzt, wenn wir hier einmal kurz drunter tauchen würden, dann rauf, dann grüne Kerze und dann entsprechend long rein. Mal das Nasdaq. Na, DAX macht deutlich weniger. Das können wir mal. Schauen wir uns das mal hier so nebeneinander. Dann können wir das direkt parallel uns anschauen. So. Steigt jetzt erstmal. Also das ist halt das, was man im Prinzip nie so weiß, ja, weil der aktuelle Kurs ist ja immer das, was die Leute machen, die jetzt tatsächlich kaufen und halt verkaufen. Und wer das ist, der jetzt in dem Moment einsteigen möchte oder aber aussteigen möchte, das ist das, was wir nicht wissen. Und dementsprechend können wir halt immer nur Annahmen treffen und müssen halt gucken, okay, trifft die Annahme, trifft die nicht. Und das ist halt der Grund, weswegen wir die nur Wahrscheinlichkeiten handeln und halt auch, oder weswegen ich halt auch dann ein einheitliches Risiko handeln möchte, weil ich gerade beim Einzeltrade nicht sagen kann, funktioniert dieser Einzeltrade oder aber funktioniert der nicht. Mal kurz Daten schauen wir uns eben an hier. Na, gestern FED-Daten, ne, heute spricht auch nochmal die Lagarde, Bank of England, die Zinsentscheidung, haben aber auch die Zinsen gleich belassen. Also das ist so auch der Konsens eigentlich, dass halt dieses Jahr Zinssenkung kommen sollte. Jetzt steht sogar im Raum, dass es 7 Zinssenkungen geben soll in den USA. Das persönlich glaube ich nicht, dass man da so schnell runtergeht. Also vor allem nicht im Prinzip 7-mal in Folge, aber gut. Ja, das ist die Zukunft, die ist immer ungewiss. Also von daher, das im Prinzip wissen wir nicht. Ansonsten haben wir jetzt hier, ja, was in 12 Minuten, wir gucken nochmal. Noch in 12 Minuten noch den Einkaufsmanager-Index. Ja, müssen wir da mal gucken, wie der dann sein wird. Ja, ich gebe euch eben, weil da die Nachfrage kommt, einmal die Seite rein. Da könnt ihr den Indikator kostenfrei einsetzen, wenn ihr möchtet. Kann man da natürlich auch mit allen Dingen kombinieren. Also das ist das Schöne, ne? Mit allen Indikatoren, die ihr drin habt, könnt ihr es kombinieren. Weil, wie gesagt, weil gerade ein Indikator alleine und ausschließlich zu nutzen, führt meines Erachtens da nicht zum gewünschten Ziel. Jetzt kommt die grüne Kerze, wie gesagt, die möchte ich noch nicht nutzen, ja, weil bei so einem starken Abverkauf gestern ist einfach die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er hier nochmal drunter gehen sollte. Das ist das, was ich gerne abwarten würde. Und wenn er dann jetzt ohne mich laufen sollte hoch, dann ist das so. Ja, aber wie gesagt, das ist etwas, was man halt häufig sehen kann. Und dementsprechend immer, wenn ich halt irgendwas häufig sehe, dann will ich halt quasi auch so handeln, als wenn es eintreten würde, weil ich ja dann weiß, wenn ich das 100-mal mache, dann wird es halt in der Mehrheit der Fälle funktionieren. Ja, also das ist einfach so der Hintergrund, weswegen wir da überhaupt überlegen, was für Szenarien könnten eintreten und mit welcher Wahrscheinlichkeit können die eintreten. Hier umstellen, sonst ist das ein bisschen verwirrend. Jetzt haben wir beide Seiten 3 Minuten. Was ist eure Meinung so zum langfristigen Trend? Geht's weiter rauf dieses Jahr? Oder sagen wir zum so die nächsten Monate? Oder seht ihr eher ein
Crash oder dergleichen für uns. Ich meine, es gibt ja gute Argumente für beide Seiten. Hauptsache Bewegung. Alle noch unschlüssig. Ist doch nicht einfach. Das nächste Börsenjahr ist immer das schwerste Börsenjahr, sagt man. Ja, auch noch mit Wahlen. Und selbst das ist ja auch mit ziemlich so einfach, ja, weil man sagt ja mal, wenn die Demokraten gewinnen, dass dann dass das schlecht für die Börsen wäre. Aber wenn man halt sich dann mal ansieht, wie hat die Börse zu welchem Zeitpunkt performt, war es eigentlich so, dass wenn Demokraten dran waren, dass tatsächlich dann die Börse mehr gewonnen hat, als wenn die Gegenpartei dran war. Obwohl man auch da sagen kann, es kann sich auch sein, weil einfach die wirtschaftliche Entwicklung dann halt in dem Zeitraum so war, ne? Unabhängig, ob das jetzt von irgendwelchen Politikern kommt oder nicht. Das ist ja meistens sehr, sehr zeitverzögert, wenn es irgendwelche Entscheidungen gibt in der Politik, wie die dann halt durchschlagen auf die reale Wirtschaft. So, der DAX fällt schon mal. Dow Jones fällt auch langsam. Oh, das sind ja Oh, schon mal hier no normale, schöne Kerzen hier. Also es kommt noch eine Wortmeldung hier, nachdem man rundherum hört, wie schlecht der Wirtschaft ist und wie Leute entlassen werden und wurden, ist für mich nicht zu verstehen, dass die Indizes überhaupt so hoch sind. Ja, das ist etwas, das ist auch immer relativ schwierig. So ein Anhaltspunkt ist einfach, dass halt auch so die Vermögensmassen, die werden weltweit angelegt. Also bestes Beispiel, wenn du zu deinem Bankberater gehst und du sagst, du willst 100.000 Euro langfristig anlegen, dann kriegst du immer einen Mix aus unterschiedlichen Anlageklassen. Ja, und unter anderem sagen die dann so, wir investieren meinetwegen 30% USA, 20% Europa und so weiter und ein bisschen Asien. Also man will ja streuen. Und das ist meines Erachtens dafür zuständig, dass die Börsen relativ gleich laufen. Na, weil ich bin voll bei dir, dass ich es auch sehe, dass es der deutschen Wirtschaft, das haben wir ja quasi jetzt auch die letzten Zahlen, kam ja raus, dass die deutsche Wirtschaft in den letzten Jahren auch schon wieder geschrumpft ist. Ja, aber trotzdem ist der DAX halt angestiegen und das kommt meines Erachtens halt daher, der amerikanischen Wirtschaft geht es ziemlich gut. Dementsprechend, also das ist ja sozusagen der Leitindex, dementsprechend fließt Geld in die Aktienmärkte rein. Und dann wird aber halt auch gerade von den weltweiten Fonds, zum Beispiel in MSCI World oder dergleichen, wenn ich da einen ETF kaufe, der kauft ja automatisch Europa immer mit, der kauft automatisch Deutschland immer mit. Ja, und das ist meines Erachtens der Grund, weswegen halt auch so ein deutscher Index oder auch ein europäischer Index mit hochgehoben wird, einfach halt, weil quasi generell Geldmassen in den Aktienmarkt fließen. Ne, weil sonst ist das im Prinzip nicht zu erklären. Sonst müsste man eigentlich von der Wirtschaftslage her eher USA long gehen und halt Deutschland short gehen. Dow Jones ist noch etwas unentschlossen, war nach einem sehr starken Auftakt hier mit der Riesenkerze, jetzt erstmal drei Kerzen seitwärts.
sehr verhalten noch, ne? Ja, absolut, absolut. Also so das typische Bild so vom Januar bisher aktuell. Ganze Pulver gestern verschossen. Naja. Ich weiß nicht, vielleicht ein kleines Beispiel dazu, wie die Märkte sich so ändern. Wir hatten 2018, da war mal nicht mit Zeit. Da konntest du morgens 9 Uhr DAX dir anschauen und der DAX hat dann innerhalb von einer halben Stunde ging der 3 bis 4 Mal 100 bis 150 Punkte rauf und runter und immer schön in so einer Sinuskurve. Also irre. Also was im Prinzip da eine Woda drin war, das waren aber auch dann so ein paar Monate und auf einmal auch wieder Ruhe. Also das sind dann immer so die Sachen, wo man denkt, okay, warum sind auf einmal alle wieder weg? Meines Erachtens auch so ein bisschen der Nachweis dafür, dass wir halt nicht nur Roboter drin haben. Das ist ja das, was man häufig liest, dass halt keine Menschen mehr handeln, sondern halt nur noch Automaten. Das ist etwas, was für mich persönlich so dagegen spricht und halt auch, dass wir es immer noch sehen, dass gerade so morgens und halt nachmittags, wenn so die Haupthandelszeiten sind, dass da mehr Bewegung drin ist. Und in der Mittagszeit, ja, wo ja eigentlich der Automat ja nicht essen muss, aber der Mensch, dass halt auch da meistens dann noch deutlich, deutlich weniger Bewegung drin ist. Also von daher, ich sehe es eher so, immer so wie ich es ja auch mache hier, dass es quasi so eine Kombination ist zwischen Mensch und halt Software. Ja, also dass man halt schon sehr viel automatisieren möchte, aber dass der Mensch immer noch sozusagen den Impuls gibt, jetzt will ich da handeln oder jetzt will ich da handeln und dann werden halt das System sich für einen Trendmarkt angeworfen oder für einen Seitwärtsmarkt oder dergleichen. Ja, entscheidet sich noch nicht. Das ist natürlich immer schade. Und ich gerade jetzt auch im Webinar irgendwas gerne irgendwas machen möchte. Aber gut, können wir nicht beschleunigen. Ja, und nochmal so grundsätzlich, wie gesagt, ich möchte natürlich den Trendindikator dann nutzen, wenn wir auch einen Trend haben. So, hier diese Phase, das sehen wir hier mit den gleitenden Durchschnitten sehr schön. Wenn ich die so nachziehe, da sehen wir, ja, dass sie sich häufiger kreuzen, dass sie so relativ seitwärts gehen. Ja, das ist kein Trendmarkt. Dementsprechend möchte ich auch dann mit dem Indikator vorsichtig sein, weil der Indikator unterstellt ja, deswegen haben wir ja Rot-Grün und auch Grau drin. Also rot steigender Markt, sorry, grün steigender Markt, rot fallender Markt und ein grau seitwärtsmarkt. Ja, und da gibt es natürlich mehr Fehlsignale, wenn wir in einer Seitwärtsphase sind. Ja, also deswegen einfach auch der Grund, wir sehen hier der gleitende Durchschnitt hier, ist fast waagerecht. Das heißt, der Markt ist noch unentschlossen und das im Prinzip wollen wir halt hier dann so ein bisschen abwarten. Und dass man also dann nicht zu häufig im Seitwärtsmarkt reingeht, weil dann das Signal halt häufig wechseln kann. Kann natürlich auch sein, dass das hier auch noch so ein bisschen abgewartet wird. Heute Abend kommen ja Zahlen. Ich meine, von Apple kommen noch Zahlen, von Meta kommen noch Zahlen, von Amazon kommen auch heute Abend Zahlen. Also von daher, von diesen
von den großen sieben oder von den glorreichen sieben, wie sie ja mittlerweile genannt werden, sind also tatsächlich dann viele Unternehmen, die heute Abend die Zahlen kommen. Ja, gestern war ja Microsoft und Google schon dran. Beide Unternehmen eigentlich gute Zahlen geliefert. Google wurde sehr stark abgestraft. Microsoft wurde auch abgestraft, aber das kann natürlich auch sein, einfach mit der allgemeinen Entwicklung dann auch gestern durch die Notenbank. Das ist halt immer, dass die Notenbank mit ihrer Zinsentscheidung gerade einen sehr hohen Hebel hat auf die Tech-Werte, weil das ja die starken Wachstumswerte sind. Und dementsprechend ist da natürlich, wenn man da etwas anderes, rein quasi sieht oder sowas als Analyst, dann können halt kann halt so ein fairer Wert von einer Microsoft oder von einer Google ein ganz anderer sein als bei einem anderen Zinsniveau. Jetzt haben wir hier schon mal das höhere Hoch, das ist ja schon mal ein ganz gutes Zeichen. Ja, trotzdem könnten wir hier nochmal den Taucher machen. Aber wie gesagt, schauen wir mal. Ist halt noch relativ ruhig. Auch mit so einem Markt muss man zurechtkommen. Das stimmt, ja. Ja, das ist es ja, dass man bei allen möglichen Märkten mal gucken muss. Und halt wichtig ist halt auch, dass man eine Handelsstrategie hat oder auch halt weiß, wann macht man halt im Prinzip mal nichts. Ne? Ich glaube, das kennt jeder in dem Moment, wenn ich halt im Prinzip permanent probiere, drin zu sein. In dem Moment, da kann ich natürlich auch viel Geld verlieren. Also es kommt immer darauf an, ne? Was bin ich, wenn ich jetzt ein sehr kurzfristiger Scalper bin, dann ist dann vielleicht sogar so ein Markt in Ordnung, weil ich immer nur 5 oder 10 Punkte mitnehmen möchte. Aber bei mir ist es im Prinzip eher das klassische Daytrading. Also von da, ich gehe schon eher auf 20, 30 Punkte oder sowas oder auch mehr. Und dementsprechend ist das halt dann für mich Phase, wenn ich halt gerade sehe, bei diesen gleitenden Durchschnitten, die sind sehr waagerecht, dann möchte ich halt da in dem Moment gar nicht einsteigen. Aber schauen wir mal, wie sich das noch entwickelt. Das kann ja auch immer sehr schnell sein, dass man dann doch zum Einstieg kommt. Ja, korrigiere mich, aber selbst als Scalper willst du ja eigentlich ein schnelles Feedback vom Markt haben, ne? Ob du richtig liegst oder nicht. Ja, das ist richtig. Das ist richtig, genau. Auch also im Prinzip das hätte man höchstwahrscheinlich jetzt eher weniger. Aber auch, wie gesagt, vielleicht dann heute Abend nach den Zahlen, dass dann da ein bisschen mehr Klarheit herrscht und dass dann den Rest der Woche bis nächste Woche dann es wieder richtig rund geht. Ja, Karneval kann ein Auslöser sein, also zumindest die Corona-Pandemie an der Börse, die ist am Rosenmontag ausgebrochen. Also das werde ich nicht vergessen. Hat der DAX schon mit 300 Punkten Gap vom Wochenende aufgemacht. Und dann ist, glaube ich, direkt am Rosenmontag um 500 Punkte runter. Jetzt gibt nicht Karneval die Schuld. Nein, nein, das auf gar keinen Fall. Als Rheinländer würde ich sowas nie tun. Ich wollte gerade sagen. Als Rheinländer ist das halt blöd, weil du am Rosenmontag halt nicht vorm Rechner sitzt. Ja. Also da kann man die Bewegung dann überhaupt nicht nutzen. Ist das denn so eine Situation, wo du, ich sag mal, wenn du jetzt für dich alleine jetzt handeln würdest, die andere Märkte angucken würdest?
würde mir halt auch im Prinzip andere Märkte angucken, aber gerade so im Bereich Daytrading würde ich tatsächlich jetzt hier einen Alarm legen und würde halt im Prinzip gar nicht drauf schauen. Also in der Zeit, das sind Zeiten, also diese Wartezeiten ist zwar dann immer etwas, dass man, oder dass ich mir halt einen Kursalarm lege, also einfach die rechte Maustaste halt rein und dann über Handel, dann kann man sich hier einen Alarm legen und dann warte ich halt, bis es bimmelt. Also von daher, weil man hat ja quasi den ganzen Tag immer wieder Phasen, wo halt wenig passiert. Und das sind halt dann die Phasen, die ich dann für andere Dinge nutzen kann. Weil sonst würde ich ja tatsächlich von morgens kurz vor 9 bis halt nachmittags abends auf dem Bildschirm schauen, am Kurs schauen. Und das ist ja eigentlich auch im Prinzip gar nicht halt das, was ich möchte. Ne? Also eigentlich wäre es halt schon so, dass, also ab 15:30, dass ich dann schon drauf schaue, aber wenn halt im Prinzip sowas ist und man sieht, okay, das sind so die Hauptmärkte, die ich auch gerne handle. Einfach halt, weil jetzt so ein Dow Jones, das kann man hier auch sehr schön sehen, die Ask-Linie, Bit-Linie, die unterscheiden sich ja kaum. Das heißt, die Kosten sind halt hier super niedrig. Was ganz anderes jetzt als jetzt im Prinzip aktuell im DAX. Ja, das kommt einfach, weil der DAX jetzt gerade nicht so volatil ist. Ne, und das ist natürlich in dem Moment, wenn die Kosten hier sehr, sehr niedrig sind. Ja, und bei FX Flat ist sowieso Dow Jones seit jeher immer, immer gut zu handeln. Ja, und das ist halt das, was ich nicht nutzen möchte, weil ne, umso weniger die Kosten sind, umso schneller kann ich ja Geld verdienen. Ja, und das ist halt der Grund, weswegen ich dann jetzt zu diesen Uhrzeiten im kurzfristigen Bereich weniger Währungspaare handle. Das kann ich vielleicht nochmal kurz zeigen. Machen wir mal hier, meinetwegen auf die 3 Minuten, was ich eben da gezeigt habe. Machen das Ganze ein bisschen größer. Ja, da sieht man halt, dass hier der Unterschied zwischen Ask und Bid halt deutlich höher ist. Ja, und wenn ich halt sehr aktiv handle, dann möchte ich halt meine Kosten, die ich halt habe, da minimieren. Das machen vielleicht andere Trader anders. Ja, das soll es nicht heißen, aber bei mir ist das so, dass ich gerade im kurzfristigen Bereich da halt sehr, sehr, sehr stark drauf aus bin, dass ich entsprechend günstig handeln kann. Ich mache den mal weg, den brauche ich jetzt hier nicht. Aber das kann ich eh nur empfehlen, also mit sowas zu arbeiten, mit Alarm, gerade auch wenn man sich mal irgendwie einen Kaffee holt oder sowas. Das ist ja so das ganz Typische, dass man die ganze Zeit auf den Kurs schaut und man guckt und wartet und wartet. Und dem Moment, wo man sagt, ah ja, okay, es passiert ja nichts. Man geht sich einen Kaffee holen, so und in dem Moment geht halt der Kurs dann richtig hoch da runter und dann ist halt ganz gut, wenn man dann einen Alarm drin hat, dass man das dann halt mitbekommt und weiß, okay, gut, dann kann ich direkt wieder rumdrehen, kann halt erstmal gucken, ob ich einen Trade machen sollte oder könnte und dann kann ich mal dann hinter einen Kaffee holen. Na, weil das ist ganz typisch Murphy's Law, alles was schief ging, dann geht schief. Na, und das ist an der Börse kennt man das ja und deswegen müssen wir immer gucken, dass wir halt quasi dem Kurs keine Angriffsfläche bieten, dass er genau in dem Moment das perfekte Setup aufbauen kann, wo ich mal 5 Minuten nicht am Rechner bin. Na, deswegen find ich persönlich das ganz praktisch und vielleicht als kleinen Tipp, ihr könnt euch auch sowas aufs Handy schicken lassen. Rechte Maustaste, dann über Handeln könnt ihr euch den Alarm hier reinlegen, dann könnt ihr den mit der rechten Maustaste bearbeiten, beziehungsweise ändern. Und dann seht ihr, dass ihr entweder sagen könnt Ton, ne, oder ihr könnt halt auch sagen Benachrichtigung. Und das wäre dann halt aufs Handy. Dafür ist halt einmal wichtig, dass man einmal hier in den Optionen, das halt hier einmal unter Benachrichtigung, da muss halt diese MetaQuotes-ID, die muss quasi da drin sein. Ne, das ist halt wichtig. Und dann kann man sagen Push-Benachrichtigung einschalten, ne, und dann passt das. Das würde ich hier nicht machen, die vom Terminal mir anzeigen lassen. Das wäre, weil immer, wenn ihr dann zum Beispiel ein Stop-Loss ändert oder so, dann kriegt ihr darüber jedes Mal eine Nachricht, sondern einfach nur quasi die Push-Nachrichten zulassen und dann würde halt so ein Alarm entsprechend dann direkt auf dem Handy angezeigt werden. Das fand ich zum Beispiel auch richtig gut. Ja, und das ist halt hier das, was ich meine, wenn wir in so einem Seitwärtsmarkt sind. Ne, und dann denkt man hier, der Kurs, der geht schön hoch, jetzt kommt es zum Ausbruch. Aber im Seitwärtsmarkt hat man es häufig, dass es halt so Fehlausbrüche gibt. Ja, deswegen
ist halt das etwas, wo ich dann eher erstmal so die Füße stillhalte und halt warte, dass mir tatsächlich der Markt ein Trendmuster gibt. Und dann habe ich nämlich wunderbar die Möglichkeit, über den Indikator einzusteigen. Ah, ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, heute haben tatsächlich einige Dickfische, Apple, Amazon, Meta, wie du auch gesagt hast. Und das hat man ja dann häufig, dass halt vorher, dass also vor die generell vor den Nachrichten, dass es ein bisschen ruhiger ist. Also könnte ich mir zumindest vorstellen, dass das ein Grund sein kann. Auf der anderen Seite, es kann also auch immer sein, das haben wir auch schon häufig gesehen, dass einfach ohne irgendwelche Nachricht die Märkte halt sehr, sehr stark schwanken oder ohne Nachrichten die Märkte gar nicht schwanken. Ja, also das ist ja immer das, dass wir gerade nicht sagen können oder nicht wissen, wer ist jetzt gerade am Markt, weil der aktuelle Kurs, den ich sehe, ist ja immer quasi der letzte Handel. Das heißt also, wenn ich jetzt kaufen würde und jemand anders, der würde quasi meine Kaufposition abnehmen, dann wäre das der Kurs, den wir gerade sehen. Und aus welchem Grund ich das mache, das kann ja so keiner wissen dann in dem Moment. Also dafür gibt es einfach halt viel zu viele Marktteilnehmer mit viel zu unterschiedlichen Motiven am Markt, also dass man das dann genau weiß, warum tickt der Kurs jetzt ein bisschen hoch oder runter. Ja, jetzt kommt schon ein bisschen Schwung wieder rein. Bin mal gespannt, ob wir jetzt hier gleich tatsächlich hier unten noch mal runterkommen. Ach so, was ich immer sagen wollte, bei den großen Tech-Firmen, die Daten gestern, Microsoft, Google, die waren beide gut. Also das ist halt Wahnsinn, wenn man halt dann sieht, dass die dann 60 Milliarden bzw. 80 Milliarden Umsatz machen und von diesen 60 Milliarden jetzt bei Microsoft, damit verdienen die über 20 Milliarden. Das heißt also quasi ein Drittel von jedem Euro bleibt da hängen an Reingewinn und das ist natürlich schon absolut irre. Also von da die Daten waren gut. Bei Google waren sie auch gut. Google wurde trotzdem relativ stark abgestraft. Ich denke mal, man hat da erwartet, dass da mehr kommt. Ich weiß immer nicht genau, was da tatsächlich mehr kommen soll, weil der Gewinn ist gewachsen um 50%. Aber es ist natürlich immer die Erwartung, ne? Es kann auch erwartet worden sein vom Markt, dass es halt um 100% wächst, beziehungsweise in der Presse liest man, dass das Anzeigen, also quasi, dass die Werbung hätte irgendwie stärker wachsen sollen. Das sind so Sachen, das im Prinzip weiß ich nicht, beziehungsweise das weiß man auch im Prinzip grundsätzlich nicht. Ne, weil das ist ja etwas anderes, ob irgendein Analyst sagt, ich erwarte eigentlich, dass die Werbung stärker steigt. Das hat nichts damit zu tun, ob der Markt steigt oder nicht, ja, weil der Markt wird ja gemacht von den Marktteilnehmern. Ne, und das ist halt auch der Grund, weswegen es sein kann, dass zum Beispiel irgendwelche Sachen kommen, die liegen dann zum Beispiel, dann sind die Zahlen besser als von irgendwelchen Analysten gedacht. Und der Kurs fällt trotzdem. Das kommt einfach daher, weil wir wissen nicht zu 100%, wie ist quasi die Meinung von den Marktteilnehmern, die dann in diese Aktie das meiste Handelsvolumen reingeben. Das wissen wir halt nicht. Also von daher bin ich mit so Aussagen mal ein bisschen vorsichtig, sei denn, also es sei denn, tatsächlich, man sieht, was weiß ich, dass jetzt die Zahlen eingebrochen werden. Das ist dann relativ klar. Aber die Zahlen, die konnten die Umsätze und auch die Gewinne gut steigern. Also grundsätzlich ist quasi das Modell, was die großen Konzerne, besonders die beiden jetzt im Speziellen gefahren sind, das ist weiterhin intakt. Ne? Sie sind natürlich auch schon relativ gut angestiegen, gerade halt Microsoft. Ne? Microsoft hat, glaube ich, Apple jetzt als das wertvollste Unternehmen abgelöst, Nelson meine ich, ja, jetzt in die letzte Woche oder sowas. Ja. Und ja, also von daher, ne, da kann man ja sehen, wie hoch die angestiegen sind. Also dass auch da mal zwischendurch Korrekturen kommen, das ist halt auch relativ klar.
So, jetzt kommt der DAX runter. Oh, lieber Mann, was haben wir denn? 16 Uhr, ne? Ja, Daten kommen. Hier auf der rechten Seite konnten wir sehen, dass der DAX so einen Satz gemacht hat. Jetzt warten wir mal, was der Dow Jones hier macht. Weil gerade wenn wir jetzt hier nochmal runterkommen, also wäre schon sehr, sehr selten, dass er jetzt nicht nochmal das tiefere Tief macht. Ja, alles hat schon gesehen. Ne? Man kann auf tiefere Tief warten und kommt fünfmal dahin und macht es nicht. Ja, also das ist dem Kurs durchaus zuzutrauen. Aber nee, wie gesagt, aber ich bleibe trotzdem dabei. Von der Wahrscheinlichkeit her sollten wir eigentlich da jetzt nochmal ein tieferes Tief sehen. Und wenn wir dann rumdrehen, dann wieder die grüne Kerze sehen, das wäre dann mein präferierter Einstieg. Nochmal so vom Setup her, ja, weil wir ja von den gleitenden Durchschnitten, wie wir hier sehen, sind wir weiterhin im Seitwärtsmarkt. Da habe ich keinen Long-Einstieg. Setup kann man hier im DAX sehr schön sehen. Nochmal hier auf die Stunde zurück. Na, das ist hier so das ist das Typische, was wir hier so haben. Na, wir haben mal ein älteres Tief, dann geht halt drauf, kommt wieder runter, hat dann so einen leichten Abwärtstrend und dann wird halt quasi auch dieses Tief. Hier wird halt nochmal kurz unterboten, geht sogar auch mal nur kurz unter dieses Tief drunter und dann im Prinzip steigt der Markt wunderbar. Also das ist von daher quasi ein klassisches Setup. Und das ist also auch das, was ich dann ganz gerne jetzt hier halt ausnutzen möchte. Also das hat nichts damit zu tun, dass wir von den gleitenden Durchschnitten schon Aufwärtstrend haben. Weil da haben wir noch gar keinen Aufwärtstrend. Wir sehen es ja, der gelbe gleitende Durchschnitt, der 55er, komplett seitwärts. Und halt auch hier der Kurzfrist, der 1,20er gleitende Durchschnitt, auch der ist ja jetzt hier, ne, ist mal hier ein bisschen angestiegen, ne, weil der Kurs angestiegen ist, aber in dem Moment, als der Kurs hier runterkam, auch hier sind wir komplett seitwärts. Das heißt also, von den gleitenden Durchschnitt her habe ich keinen Trendmarkt, ne, also das Setup ist ein anderes, ne, sondern dass der Kurs tatsächlich hier nochmal drunter kommen soll. Und tatsächlich werde ich aber jetzt hier auch nochmal drauf spekulieren wollen, dass der Kurs da unten hingeht. So, ich steige jetzt hier Short ein. Ich weiß, dass der relativ kurz ist und risikoreich ist in dem Sinne, aber ne, wir haben wieder das prozentuale Risiko. Und tatsächlich wäre es dann so, wenn er jetzt hier drunter käme, dass ich den auch dann rausnehmen würde. Von der Wahrscheinlichkeit her sollten wir hier eigentlich runterlaufen. Ich mache das mal wieder in M3, so, dass wir das haben. Ja, macht er nicht. Sind wir jetzt gleich wahrscheinlich raus. Na gut, dann ist das so, das ist aber nicht schlimm. Ich habe hier ein halbes Prozent Risiko pro Trade, ne, aus dem Grund, weil wir mit dem Indikator quasi, wenn die Trades laufen, dann halt immer ein Vielfaches mitnehmen möchte.
Also von daher, das ist bei dem Handelsstil schon so gewollt. Da habe ich eine nicht so hohe Trefferquote, sondern ich möchte halt, wenn ich treffe, dann halt laufen lassen. Aber das ist ein Setup hier. Da hatte ich jetzt im Prinzip einiges halt drauf gesetzt, dass wenn ich jetzt zum dritten Mal hinkomme, dass wir dann halt nochmal runtergehen. Das wäre typisch gewesen. Aber so sieht man, ne, dass man, oder deswegen, das war eine lange Rede, kurzer Sinn. Deswegen halt handle ich halt immer das gleiche Risiko, weil ich gerade nicht weiß, was halt beim nächsten Trade passiert. Aber das wäre natürlich schön gewesen, ne, wenn wir hier runtergegangen, hätte man den hier rausnehmen können und dann quasi mit umdrehen. Ne, also wenn er dann halt umgedreht wäre, dann wieder gewartet, bis wir hier auf die grünen Kerzen kommen und dann entsprechend long eingestiegen. Ne, hat er jetzt so nicht gemacht, aber vom Setup her passte das sonst. Hast ja auch letztens auf einer anderen Veranstaltung ja auch erklärt, dass wie deine Trefferquote ist, aber wenn es dann läuft, das bei weitem überwiegt. Ja, genau, richtig. Das ist ganz genau meine Strategie. Also von daher, ne, das ist natürlich immer nicht schön, dass man dann auch mal halt mehrere Verluste in Folge macht. Aber ne, wenn man halt so handeln will, dann weiß man das halt auch. Ne? Also ich kann halt nicht sagen, ich kann immer, das ist drei oder eine Vierfache verdienen in dem Moment und dann sagen, dass ich aber jedes zweite Mal treffe. Und das wäre schön, dann hätte ich die Gelddruckmaschine, aber die habe ich auch noch nicht finden können bisher. Na gut, jetzt sieht es erstmal nicht mehr so aus, dass er doch unten hingeht. Wie gesagt, kann passieren. Ja, das wissen wir nicht. Ja, trotzdem würde ich halt jetzt in dem Moment, wenn ich halt quasi unten das Setup nicht handeln kann, ja, was ja meine Ursprungsidee war, dann möchte ich halt jetzt warten, dass er auch tatsächlich den Ausbruch macht, also dass wir dann halt wieder unseren Trendmarkt haben, ne? Dass wir also die gleitenden Durchschnitte sehen, dass die mir entsprechend Trendmarkt anzeigen und dass ich dann halt über den Indikator entsprechend in Long-Richtung einsteigen kann. Das wäre dann so die Grundüberlegung. Aber deswegen möchte ich jetzt hier die Kerze nicht nutzen. Und auch da kann sein, dass er jetzt hochgeht. Aber ich habe keine Indikation, dass er tatsächlich jetzt halt steigen sollte. Nur einfach, weil wir hier von den kleinen Durchschnitten her im Seitwärtsmarkt sind. Der Kurs geht seitwärts, ne, und da muss ich natürlich aufpassen, gerade wenn ich sozusagen auch mehr Anläufe brauche, um einen guten Trade zu machen, will ich ja gerade nicht, wenn ich Pech habe, läuft der Markt noch den ganzen Tag seitwärts. Ne, und dann will ich ja gerade nicht in dieser Seitwärtsphase immer wieder hier oben probieren, Long einzusteigen, hier unten Short, hier oben Long und wir laufen seitwärts weiter. Also von daher deswegen, ne, aktuell im Prinzip weiß ich halt jetzt nicht, vom Setup her, wohin gehen kann. Und deswegen will ich mir also quasi dann vom Markt erstmal anzeigen lassen, dass es andere Käufer gibt, die halt bereit sind, einen höheren Preis zu bezahlen. Und wenn auch dann meine Indikatoren anzeigen, ne, wir sind wieder in einem Trendmarkt, also ähnlich, ne, wie wir das hier auf der rechten Seite heute Morgen hatten im DAX. Ne, da sehe ich halt hier,
dass dann die gleitenden Durchschnitte sehr schön ansteigen sind. Und dann kann ich halt sagen, okay, hier kommt ein Farbwechsel, jetzt geht der Kurs wieder rauf, die gleitenden Durchschnitte zeigen nach oben. Und dann kann ich hier mit so einer Kerze einsteigen und habe tatsächlich dann den Stop-Loss unter der grauen Kerze. Habe also dann hier, dann zeige ich mal eben, dass wir so ein, also mal ein mustergültiges Setup. Das sind dann im Prinzip 8 Punkte. Und dann im Prinzip läuft der Kurs aber auch 40 Punkte. Und jetzt bis zum Hoch, das kriegt man nicht mit. Das ist klar. Aber ich sag mal, selbst hier, wenn da im Prinzip 30 Punkte läuft, das sind dann auch schon fast 4 R, die man halt da mitnehmen kann. Ne? Und das ist eigentlich exakt das, was ich suche. Also eher einen stärkeren Trendmarkt, dass man halt dann auch von so einem Farbenwechsel entsprechend profitieren kann. Frage noch, im M5 sehen meine immer ganz anders aus als meine. Ja, weil das ist M3 hier. Ja, also du hast wahrscheinlich dann hier M5, so müssten die dann entsprechend aussehen. Okay, von meiner Seite, ja, jetzt haben wir schon wieder die richtig schon rum. Wie gesagt, jetzt könnte ich halt im Prinzip eh nichts machen, ne, wie gerade erklärt. Ich würde jetzt halt eh im Prinzip warten müssen. Ne, das wäre so das Setup, aber auch jetzt mit dem Hintergedanken, dass halt heute Abend Zahlen kommen, dass man da ein bisschen vorsichtig sind. Ne. Wenn halt tatsächlich vorher der Ausbruch kommt, der Impuls nach oben ist, die gleitenden Durchschnitte drehen, dann haben wir halt unser Long Setup. Ne. Wer das hier gerne ausprobieren möchte, ne, das Schöne ist ja, dass sich die Farben im Nachhinein nicht ändern, sondern immer quasi, ne, mit Öffnung von der Kerze quasi direkt die Farbe da ist. Ne, der kann sich den Indikator gerne anfordern. Ich denke, es lohnt sich. Und dann hören wir uns wieder in 2 Wochen, Nelson. Ne, gleiche Zeit, gleicher Ort. Und dann So hoffe ich, sieht's dass wir da aus. ein bisschen mehr einen Trendmarkt haben. Aber sagen wir so, das ist im Prinzip, das ist auch etwas, das gehört mit dazu. Ne, und das wird, und deswegen ist auch der Grund, weswegen wir da das langfristig sehen müssen. Und, ne, und uns halt auch der Markt, weder mir noch irgendwelchen anderen Tradern halt im Prinzip schenkt er nichts. Sondern wir müssen halt auch etwas dafür tun, dass wir am Jahresende dann eine hoffentlich gute Rendite haben. Ja, super. Ja, wie du gesagt hast, in 2 Wochen, 15. haben wir wieder den Termin. Uhrzeit bleibt gleich und alle, die heute hier drin sind, sind ja eh sowieso schon auch für den nächsten Termin angemeldet. Von daher freue ich mich, wenn Sie wieder mit dabei sind und natürlich vielen Dank für das Interesse heute. Vielen Dank, Marc, für das Webinar. Gerne. Wünsche natürlich jedem hier noch viel Erfolg heute und morgen und ja, passen Sie auf viele Positionen auf und sehr gerne dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Du hast das Schlusswort, Marc. Tschüss. Ja, also von meiner Seite genau, guten Handel und ich bin mal im Prinzip sehr gespannt, was halt heute Abend kommt, weil natürlich die großen Tech-Werte, die bewegen ja mittlerweile alle Indizes, ob das ein MSCI World, S&P ist, Nasdaq ist, die Schwergewichte, die sind überall drin. Also von daher, da kann man mittlerweile, wenn man so ein bisschen fundamental sich interessiert, ruhig ein Auge drauf haben, weil das natürlich dann, wenn auch, wenn die Zahlen sehr schlecht sein sollten, dazu führen kann, dass man in den nächsten Tagen dann eher Short-Einstiege kriegt. Im kurzfristigen Bereich oder bessere bekommt, ne, oder wenn die Zahlen halt gut sind, dass man dann halt sich auch dann eher long positionieren kann. Super, vielen Dank. Ciao, ciao. Tschüss.